Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Visual Basic How-To. In diesem How-To möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr einen String uploaden könnt, sprich ihr habt einen FTP-Server und dementsprechend die Zugangsdaten natürlich und ihr ladet oder ihr möchtet einen String hochladen. Das sieht im Endeffekt wie folgt aus. Ich mache das einfach mal vor. Das ist jetzt der Inhalt Upload String. Er führt die ganze Sache aus. Im Webspace sieht das dann so aus. Ich habe hier einen Ordner, den habe ich str-upload genannt, gemacht. Dann sage ich F5 fürs Aktualisieren. Dann haben wir eine Datei mit test.txt erstellt und der Inhalt sieht letztendlich so aus. Genau das, was ich eben halt eingetippt habe. Wie ihr seht, funktioniert das Ganze und nebenbei gesagt, falls die Datei existiert, wird die einfach überschrieben. Das nochmal dabei gesagt und wie das Ganze funktioniert, dazu kommen wir jetzt. Wir haben halt einmal natürlich solche Sachen wie FTP-User, FTP-Passwort und die URL. Die habe ich als Konstanten deklariert, beziehungsweise weiter unten mit meinen eigenen Daten, um es zu demonstrieren. Das werde ich dann für den Download natürlich wieder auskommentieren. Dann haben wir den Dateinamen, den wir letztendlich nehmen. In dem Fall test.txt ist natürlich auch variabel. Und die Dateiendung habe ich auch nochmal extra reingeschrieben. Ist zwar optional anzugeben, also ihr müsst nicht unbedingt .txt angeben, aber solltet ihr tun, aufgrund von Ordnerstrukturen. Gehört sich einfach so meiner Meinung nach. Dann brauchen wir eigentlich wie fast immer, wenn wir irgendwas mit dem Net machen, sage ich mal, den Web-Client, den Web-Client aus dem Net-Namespace, den wir hier mit der New-Geschichte deklarieren, damit der halt auch instanziert ist. Ich weise direkt in der ersten Zeile die Credentials zu, das geht dann im Endeffekt mit with und dann dieser eckigen Klammer, dann kann man mit Punkt auf einzelne Eigenschaften zugreifen, damit ich das nicht hier extra nochmal als einzelne Zeile schreiben muss, finde ich halt gemütlicher. Dann weise ich der halt eine neue Instanz der Network Credential Klasse zu, die wir halt mit zwei Parametern initialisieren, und zwar einmal den User und das Passwort. Dann hat er halt seine Zugangsdaten und weiß, aha, okay, die Zugangsdaten benutze ich für diesen Webspace. Dann haben wir hier einmal den Befehl letztendlich, wenn ich auf den Button klicke, dann soll letztendlich der Inhalt aus der Textbox als String hochgeladen werden. Und zwar geht das mit der Funktion Upload String. Dafür benutzen wir einmal die URL, was dann dieser hier, diese Geschichte hier oben wäre, plus den Dateinamen, das wäre dann halt domain.de/ordner/test.txt. Hier ist ganz wichtig, das will ich nochmal erwähnen, ich hatte letztens irgendwann, habe ich auch nochmal mit dem FTP-Krams ein bisschen rumgespielt, für was anderes, privates, und da hatte ich das Problem, dass öfter ein Fehler 550 kam, Verzeichnis existiert nicht oder darf nicht drauf zugegriffen werden. Wenn ihr das auch habt, nehmt wie ich hier diesen doppelten Slash hinter dem und vor dem Domainnamen, also FTP ist das Protokoll natürlich, doppelt das Slash davor und doppelt das Slash hinter dem Domainnamen. Das hat das Problem gelöst, danach kam es nie wieder. Sollte allerdings auch in meisten Fällen so funktionieren, aber wie gesagt, wenn das Problem kommt, nehmt halt einfach den doppelten Slash. Im Endeffekt ist das dann der Ordner, das wäre in dem Fall gerade str-upload gewesen und dann letztendlich der Dateiname. Dann hoffe ich, ihr könnt damit was anfangen und ich werde auch in Zukunft garantiert nochmal zwei weitere Videos machen, da es da noch zwei unterschiedliche Varianten gibt. Einmal asynchron halt allgemein mit einem Event-Händler sozusagen, beziehungsweise das heißt sozusagen, nämlich genau exakt das, und einmal als Task. Dann bis zu den nächsten Videos hoffe ich doch mal und ciao!